Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast 2 für die Nintendo Switch. Wir sind gerade eben so einem komischen Typen entronnen. Und ja, gucken mal, was der nächste Abschnitt hier bietet. Und ganz so viele Sachen habe ich auch nicht mehr bei mir, glaube ich. Noch eine Batterie und ein Verband. Zwei Batterien. Ja. Wo wir jetzt auf dem Weg zur Kapelle sind wir. Wird auch nicht unbedingt einfacher jetzt hier. Da ist die Kapelle. Da, wo wir hinwollen. Gucken wir mal, ob man in irgendwelche Häuser noch reinkommt. Man kann also irgendwelche nützlichen Utensilien noch finden hier. Ich glaube jetzt zwar nicht, aber man weiß es ja nicht. Auch hier, guck mal, hier suchen wir ein Zettelchen. Diese Knochen tragen die Sünde Kains. Ruhe in der Erde, bis du auferstehst. Der Feind wartet an unbekannten Leib. Möge der Herr meinen Kiefer als knochende Keule verwenden. Zahle meine Schuld für die Sünde meiner Geburt. Die Hölle wartet dich, was für eine elende Welt. Bleibe wachsam mit Herz und Hand. Sei bereit, den Teufel in Gottes Land zu töten. Osion, Osion. Ja. Auch nicht rein. Ich hätte gedacht, dass man noch irgendwo hier irgendwie reinkommt, irgendwo, dass wir irgendwas finden. Aber nein. Weil wir brauchen ja vielleicht noch ein paar Batterien oder so. Ich weiß nicht, wie dunkel es in der Kapelle ist. Außer, dass es da überhaupt nicht dunkel ist. Geh mal hoch. Das sieht ganz schön aus. Also schon eine ganz schmucke Grafik, so, ne? Muss man sagen. Aber es wird ja auch nicht viel erwartet von dem Spiel, muss man auch mal dazu sagen. Also. Mikrofon. Wahrscheinlich. Okay, seid bereit, die Kapelle zu betreten. Wir sind's. Okay, hier ist ein Brief. An den Pfarrer Propheten Sultan Tnot von Latro. Platz für die. Was steht da? Ach so, danke für die Kopien deiner Evangelien. Habe sie an deinen unter uns weitergegeben, die noch genug Hirn und Augen haben, um zu lesen. Doch wir brauchen mehr Wein, nicht nur für die Kommunion, sondern auch um unsere Schmerzen zu lindern. Du bist Gottes. Okay. Okay, ist ein bisschen anstrengend zu lesen. Was macht er nichts? Mal rein. Er lebt ja noch. Er lebt ja wirklich noch. Das ist ein bisschen so eine Folterwerkstatt, ne? Was hier drin verstecken? Okay. Ja, auch? Ja, okay. Mary! Not! Who's there? Who are you? Oh oh. My name's Blake. The outsider! The father! I'm not anybody's father. I just. Kill me! You have to kill me! Noth is coming back! With Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Also, wie soll ich den denn töten, bitte sehr? Kann ich nicht töten. Weiß nicht mal wie. Dicht. Komm hier mal rein. Oh. We found it. Time to flee amongst the skull, not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience.
Mary. Oh, God. Answer your yoke mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't... Let her go. Oh, God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostates stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. Heieiei, die wird's aber ein bisschen länger gemacht, ne? Ich kann noch nicht so viel sehen, weil der Typ davor steht. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. Scheint schmerzhaft zu sein. Tell Josiah to make it stop. God ain't got ears for simple. Stop! Oh God! Please. Ja, das schmerzt, glaube ich, gute Frau. Where did Val take her? Stop! Stop! I'll tell you. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines, up the mountain. Val has her in the mines. He'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, Jesus. Your God in us, Americans. Look. Oh. Give the woman rest. Da sind die Knochen rausgekommen. Eieiei. Autschi. Das sind doch nur Verrückte hier, oder? Nur Bekloppte und Verrückte. Mines. Where the fuck are the mines? Sind wir jetzt mal auf? Perversling. Okay, wir müssen hier raus. Würde ich sagen. Sieht nicht gut aus. Ja. Auch nicht mehr der hellste. Wenn jetzt hier raus ist, gesperrt immer noch. Okay, wo sind die Minen? Wo sind die Minen? Dann müssen wir erstmal die Minen finden. Wir müssen wahrscheinlich hier raus, ne? Okay. Ja, von da sind wir gekommen. Wir sind hier durch. Brauchen wir irgendwas, um da rüber zu kommen? Das ist die Brücke. Und da sind wir ja gekommen, sind wir ja rübergekratzt. War mich leider kaputt. Hier liegen natürlich ein paar Autos, waren Autos, sag ich schon.
verkarren. Aber hier durch. Auch scheiße, wenn man kein Kämpfer ist, ne? Man kann irgendwie nichts machen. Man ist einfach nur ein Typ, der durch die Gegend geht und sinnlos abgeschlachtet werden kann. Okay, hier geht's auch irgendwo längs. Versuchen wir unser Glück. Oder unser Pech. Wie man es nimmt, ne? Wie man es nimmt. Okay, zurück geht's nicht mehr. Jetzt kommt irgendein Typ wieder an hier und macht mir Waffen. Welche Batterie? Wie nimmt? Mir geht's ja nicht weiter irgendwie. Nach oben kraxeln? Macht das Sinn, was ich gerade gemacht habe? Wir hier, ja, toll. Ja. Ich glaube, hier runter zu springen war total dumm, ne? Da gibt's hier noch einen Weg. Okay, da bin ich gerade hochgekommen. Ah, da ist ein. Ah, okay. Okay. Jetzt zur Tür. Man weiß ja nie. Okay, sie ist psychokrank und weiß nicht, ob sie uns hören kann. Jetzt habe ich die Tür nicht abgeschlossen, was natürlich echt bescheuert war. Sollen wir rausgehen? Okay, ich bin jetzt ins Haus reingegangen und dann wieder hier rausgekleidet, was natürlich total auch bescheuert war. Wir müssen ja hier durch, an ihr vorbei wahrscheinlich, ne? Mal testen. Ich tausche mal kurz die Batterie. Versuchen wir an ihr vorbeizuschleichen. Sie kann uns sehen, aber macht anscheinend nichts. Wollte er nicht zumachen. Aber sie macht kleine Kindersäge. Okay. Haben sie irgendwelche, haben mich gehört. Soll ein bisschen aufpassen jetzt hier. Das ist das Maisfeld. Oh oh, die haben mich wirklich entdeckt. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe gerade.
Okay, der Ton hilft uns ein bisschen. Aber auch nicht so viel. Hier ist wieder ein Zaun. Um hier lang zu kommen. Es geht mit Batterie durch alle. Was sehr behindert ist. Passt mir ja mal so gar nicht. Ist ein scheiß Zaun. Oh oh. Eieiei. Keine Batterien mehr, glaube ich. Ich glaube, das war die letzte. Ich laufe jetzt hier einfach am Zaun längs, weil ich denke, vielleicht habe ich das Glück und komme hier dann irgendwie gleich irgendwo hin, wo ich rein kann. Oder auch nicht. Batterien hier, ne? Bin ich wieder an der gleichen Stelle gelandet wie gerade eben? Scheiße. Ich muss da hinten durchs Feld nochmal durch. Aber wohin? Verdammte Axt, ich weiß nicht, wohin ich soll. Da ist der Hyopai. Wo kannst du denn noch längs gehen? Kann ich nicht durch, ne? Ich kenne den Weg gerade leider nicht. Ich laufe hier ein bisschen irre, wäre durch die Gegend. Merkt das selber. Sieht schon besser aus hier. Sieht es besser aus als da, wo ich gerade eben war.
Wassermühle. Nach außen. Rad aufhalten. Okay, wie halten wir es auf? Das Rad müssen wir aufhalten, bloß wie? Kommen wir hier hoch. Was machen wir oben irgendwie? Okay, fehlt ein Schalter. Ist hier draußen irgendwo rum, dieser Schalter? Mal schauen, ne? Mal drinnen mal gucken. Da kann man durchkrabbeln, das kann ich natürlich nur, wenn das Rad aufhört zu drehen. Wenn ich jetzt da reingehe, dann werde ich wahrscheinlich zermalmt. Und hier rein. Da. Da sind wir auch gleich. Die Bandage auch. That should do the trick. Oh, jetzt pass auf, jetzt wette ich mit euch, jetzt kommt gleich einer. Jorna! So Leute, bin jetzt schon gespannt, wie es nächstes Mal weitergeht. Ich hoffe ihr auch. So gruselig ist es allemal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.